Irgendjemand hat unser Klo kaputt gemacht. Wenn man sich jetzt draufsetzt, tut das ein bisschen weh. Sieht dann ungefähr so aus, wenn das Klopapier zum Beispiel der Po ist. Und meine Frau meinte, ich soll das jetzt reparieren. Wer das war, weiß ich nicht, weil keiner es zugegeben hat. Ich vermute mal, es war meine Mutter, weil es war heil, dann war sie auf Klo und dann war es nicht mehr heil. Das Problem ist, weil es meine Mutter ist, kann ich ihr keinen Ärger geben, sonst würde sie einfach den hier machen und auf einmal krieg ich Ärger. Ich kann versuchen zu diskutieren, aber wenn meine Frau mitkriegt, dass ich meine Mutter anmotze, sind sie auf einmal beide gegen mich. Das könnte ein Problem darstellen, weil dann bin ich auf einmal nicht nur schuld für den Klodeckel, sondern auch für Regen, Krieg und Erdbeben. Also mache ich einfach Folgendes. Ich halte brav meine Klappe und repariere das Klo, als wäre es nie kaputt gewesen. Sieht doch gut aus, oder?